Nicht nur Formel-1-Piloten hätten ihre wahre Freude daran. Von 0 auf 100 Kilometer pro Stunde und das unter 4 Sekunden ohne Emissionen. Dieser Elektrorennwagen hat es in sich, die Lithium-Ionen-Batterie. Eine bewährte Technik in neuem Gewand. 40.000 Euro kostet zurzeit das günstigste Elektrofahrzeug bei maximal 400 Kilometern Fahrstrecke bis zum nächsten Aufladen. Bisher war die Fertigung von Batterien teuer. Denn anders als bei den Akkus für Handy oder Notebook müssen sie als Hochleistungsspeicher für den Antrieb besondere Anforderungen erfüllen. Noch zuverlässiger und stabiler sein, länger halten und Temperaturschwankungen aushalten. Jetzt zeigen Unternehmen und Forscher erstmalig die neuen Produktionstechniken für die Batteriefertigung auf der Produktronica, der Weltleitmesse für Elektronikfertigung in München. Heute ist Batterieproduktion Manufaktur. Und hier auf dem Stand wollen wir zeigen, wo die Herausforderungen liegen für die Großserienproduktion und haben deswegen aufgebaut alles, was für die Fertigung nötig ist, von der Chemie über die Beschichtungstechnik bis hin zur Automatisierung. Und wir glauben, dass wir hier auf dem Stand lernen können, an welchen Stellschrauben man für die Produktion drehen kann. Das ist insbesondere für die Maschinenbauer interessant, weil hier neue Märkte entstehen. Innovative Elektronik steckt auch im Kleinen. Ob die binäre Uhr oder die leuchtende Kleidung, neue Druckverfahren machen es möglich, noch umweltfreundlicher und nachhaltiger zu produzieren. Durch den Zusatz von organischen Materialien beim Druck und einer Tinte aus leitfähigen Kunststoffen sind diese Solarzellen sogar flexibel und für die Hauswand geeignet. Noch leichter und fast so dünn wie ein Blatt Papier, das ist ein neuer E-Reader für unterwegs mit einer Laufzeit von einer Woche und einem Speicher, der ca. 40 Lehrbücher umfasst. Ob für kleine flexible Displays oder für große Elektromobile, die Fertigung der Elektronik erfordert eine staubpartikelfreie Atmosphäre. Wie ein mobiler Rheinraum aussehen muss, zeigt das Netzwerk der Rheinraumakademie auf der Produktronica. Wir haben dieses Mal über 1250 Aussteller aus 39 Ländern. Also hier ist auch der Auslandsanteil ganz gut gewachsen. Und worüber wir natürlich als Messegesellschaft uns sehr freuen, auch der Flächenzuwachs ist enorm. Wir haben über 6000 Quadratmeter netto mehr. In der virtuellen Fabrik können Besucher schon mal die Produktion von morgen planen und Kosten kalkulieren. Dann wird auch der Elektrorennwagen bald nicht nur Rennfahrer glücklich machen können.